Moin moin, liebe Leute, und willkommen zurück bei Anno 2070. Und ich hoffe, ich habe das Ganze jetzt nicht zu laut eingestellt. Ich fand nämlich die letzte Episode, die war ein kleines bisschen leise. Weswegen ich mich tatsächlich entschlossen hatte, die Lautstärke ein bisschen zu erhöhen. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass es nicht zu laut ist. Gut, so, in dieser Episode wollen wir diese Stadt hier noch ein bisschen weiter vergrößern. Wir haben jetzt unsere eigene Werkzeugproduktion, das ist schon mal ganz gut. Waffen werden wir so schnell noch nicht brauchen. Mit Hector haben wir ja Frieden. Die werden wir dann brauchen, sobald Quito kommt. Bis dahin haben wir aber noch ein paar Stunden Zeit. Und ja, ich habe ehrlich gesagt sogar schon ein bisschen Angst vor der Konfrontation mit ihr, weil ich empfinde Quito einfach immer als sehr, sehr stressig. Ja, gar nicht mal als gefährlich, sondern einfach nur nervig. Gut, und die Stadt selber, die macht hervorragenden Fortschritt. So, was brauchst du? Du brauchst Eisen. Aber wir haben hier doch zwei Eisenschmelzen, die auf 100% laufen. Wieso brauchst du Eisen? Vielleicht müssen wir hier das hier aufrüsten. Naja, gut. Wir werden diese Stadt weiter ausbauen. Wir werden dann dafür sorgen, dass die Leute Plastik kriegen. Sobald wir angefangen haben, Beton zu produzieren. Dafür werden wir den Sand von dieser Insel hier nutzen. Und dann alles hier rüber schiffen. Wir werden auch anfangen, Bürger zu produzieren. Das sind zum Glück die frühen Produktionsketten, wo ich noch nicht so viel auf meine Notizen achten muss. So, wie läuft's denn hier sonst so? Offenbar läuft es ganz gut, was die Warenproduktion angeht. Sehr schön. So, hier bauen wir mal weiter. Gut, und hier können wir noch die beiden anderen Distrikte später bauen. Ja, das wird schon alles irgendwie klappen, ne? So, wobei ich der Meinung bin, okay, vielleicht habe ich doch ein paar zu wenige Bauzellen, wie es scheint. So, hier erhöhen wir erstmal die Steuern. Schließlich haben wir viel Geld an Hector gelassen. Aber ich habe nicht vor, zuzulassen, dass uns das ein Problem wird, weil wir brauchen das Geld, um mit ihm dauerhaft Frieden zu halten. Ja, sobald der Waffenstillstand vorbei ist, werde ich ihn um Frieden bitten. Und dann werden wir langsam anfangen, eine Kriegsflotte aufzubauen. Bis dahin werden wir Ingenieure haben. Und dann können wir eine Kolossusflotte errichten, mit der wir Quito auf den Grund des Ozeans ballern. Ist jetzt natürlich die Frage, was für ein Problem Quito mit uns tatsächlich hat, weil wir haben ihr nie was getan, aber sie sagt, wir wären ein primäres Ziel. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Aber gut, sobald wir Quito zerstört haben, können wir ihre Schiffe bauen. Und die sind gut gegen alles. Gegen Flugzeuge, U-Boote und andere Marine. Also sie sind brauchbar gegen alles. Ist ja jetzt nicht so, dass die irgendwie besonders stark wären. Und das verschafft uns gegenüber den anderen Spielern in diesem Match einen sehr großen Vorteil. Das heißt, wenn wir in den Krieg gegen Leon Moreau ziehen oder gegen Tori, was, seien wir ehrlich, das wird langfristig passieren. Das wird niemand verhindern können. Ich freue mich schon drauf. Gut. So, und ich werde mal schauen, ob ich dann später in diesem Spiel für die Techs selber ein modulares Layout entwickelt kriege. Wenn ich mich nicht irre, funktioniert sogar das Layout aus Anno 1404 mit dem Stadtcenter der Techs ziemlich gut. Higher, faster, further. Ja, ja, wir wissen, dass du mir niemals den Krieg erklären wirst, Tilda. Insofern kann es mir egal sein, was du denkst. Und ich finde, sie hat so ein schönes Stadtzentrum. Das wären so Dinge, die hätte ich gerne freigeschaltet für dieses Spiel. Also kleine alternative Gebäude. Das werden wir vielleicht für Projekt Colony machen, wissen wir noch nicht. Aber ein starkes Achievement-System wird es auf jeden Fall geben. Einfach weil ich ein riesen Fan von sowas bin und weil ich denke, sowas motiviert.
Und was motiviert besser als alternative Skins? Oder sogar kleine Gebäude mit einer anderen Funktion. Deko-Gebäude zum Beispiel, die aber zusätzlich einen Nutzen haben. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Also, gut, dann haben wir hier die ersten beiden Distrikte bald zu Genüge mit Häusern ausgepflastert. Und dann, wie ich festgestellt habe, uns geht langsam der Fisch aus, müssen wir ein weiteres Hafengebiet erschließen, um da eine Fischproduktion hinzukloppen. Ansonsten kommen wir langfristig in Teufels Küche. New buildings available for construction. Yes, wir können jetzt Burger bauen. Gut. So, es funktioniert soweit alles. Das war jetzt Ministerium, platzieren wir später. Es wird hier voraussichtlich das meiste abdecken. Ja, und hier in den Randecken jeweils werden wir dann halt die letzten billigen Angestellten haben. Weil die halt am weitesten weg sind. That fight a little while ago? You should have seen it. Ach, hätte ich das. Dumm nur, dass ich ein Pazifist bin. Ich lehne Gewalt grundsätzlich ab. Dementsprechend ist es mir egal, ob ich es hätte sehen müssen. Ich wollte es nicht sehen. Gut, und wir werden auch noch eine Hafenmeisterei, hier so eine Port Authority, werden wir auch noch bauen. Und damit kriegen wir dann unsere Fischversorgung stabil sichergestellt. Sehr schön, sehr schön. So, damit sollte jetzt auf jeden Fall Fisch kein Problem mehr sein. Und wir können uns um den Abbau von Kalkstein kümmern und darum, dass wir auf der anderen Insel alles aufsetzen, was wir brauchen. Jetzt müssen wir dafür aber allerdings noch ein kleines bisschen warten. Bis wir nämlich die nötigen Ressourcen haben, um das zu bewerkstelligen. Wie gesagt, wir brauchen Sand. Und wir müssen schauen, dass wir irgendwie in der Lage sind, hier die Ökobalance zu erhöhen. Das wäre schön. Das werden wir aber voraussichtlich dann erst mit Ingenieuren hinkriegen. Das heißt, temporär werden wir sehr ineffizient arbeiten in der Bürgerproduktion. Andererseits, es gibt Schlimmeres. The boss was so nice to me today. Either I'm gonna get promoted or fired. Oder er will dich auch einfach nur flachlegen, bevor er dich feuert. Wer weiß das schon? So. Ach, das ist so eine schöne kleine Community von Tilda. Und was macht Tori in der Zwischenzeit? Weiter expandieren. Ich wünschte, man hätte einen Gegner, der wirklich so alles komplett zupflastert. Keine Natur mehr, etc. Aber gut, haben wir halt nicht. Ich liebe es, wie positiv unsere Bilanz ist. Ich glaube aber, wir kriegen langsam Alkoholprobleme. So, platzieren wir also hier drüben erstmal. Erhöhen wir mal unsere Produktion um ein Drittel. Gut, ein Fruchtbarkeitsverlust von 6%, das ist verschmerzbar. Und hier sehen wir, ich habe das offenbar ein bisschen verkalkuliert. Okay, ich werde nicht mit Rufus handeln. Wie du wünschst, Jana. Wie du wünschst. So, hier bauen wir, hier laden wir jetzt ein paar Sachen ein. New buildings. Available for construction. Sehr schön. Und wir haben immer noch nicht den Waste Compactor, also das Müllpresswerk, freigeschaltet.
Zu schade. Ah, gut. So, wie viel Geld haben wir eigentlich aktuell? 9200. Ach, könnte schlimmer sein. Get your kicks off the misery of the despised, huh? Aber Hector für 3 Stunden Frieden zu überreden, wird nochmal ganze Zacken teurer. Als es mir lieb wäre. Gut, aber sobald wir die Müllpressen haben... Ja, ich weiß schon, wo ich die hinklemmen werde. Die kommen hier hin, direkt darunter. Wenn ich mich nicht irre, sind die ein Teil größer. Deswegen werde ich, habe ich da auch das bisschen Straße abgerissen. Ich kann mich natürlich auch irren. Ich halte es aber für unwahrscheinlich. So, jetzt brauchen wir erstmal zur Eröffnung. So, hier haben wir 6. Ja, ja. Zur Eröffnung brauchen wir hier Strom. So, das sollte jetzt dementsprechend eine ganze Weile ausreichen. Und jetzt werden wir diesen unglaublich wertvollen Sand abbauen. Energy supply inadequate. Ach, der wird bald angemessen sein, Eve. Na gut, du darfst. Ach, Quatsch. Keine Sorge, meine Liebe. Jetzt musst du nur noch irgendwann auch tatsächlich diese Siedlung bauen. Und hier kümmern wir uns jetzt um den Abbau von Kalkstein. Wo haben wir denn möglichst viele Bergbauslots? Okay, ich hatte ehrlich gesagt die Hoffnung, wir können ein paar erreichen. Mit nur einem Depot. Aber offenbar war ich da relativ schief gewickelt. Ist halt so. Okay. So, für die Betonproduktion werde ich ein paar hiervon errichten müssen. So, machen wir mal hier eine Sandhandelsroute. Werden wir mal die Albatros zuweisen. Noch können wir ja nichts Bestimmtes bauen, weil uns der Beton fehlt für eine Schiffswerft. So, sehr gut, sehr gut. Und der Sand wird hier auch schon abgeholt. Ich denke, hier können wir auch noch ein kleines bisschen umstrukturieren. So, die hier werden auch abgebaut werden. So, wir müssen mal schauen. Wohin kriegen wir das hier gesetzt? Dann erreichen wir hier die äußeren nicht mehr. Das heißt also, wir müssen tatsächlich ziemlich direkt an den an das Stadtzentrum anschließen. So, und jetzt können wir hier einen Waste Compactor bauen. Da finde ich, sollten wir einen hier errichten. Oder hier, direkt gegenüber. So, und damit ist hier jetzt ein bisschen mehr getan. Und hier können wir jetzt sagen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beziehungsweise können wir nicht. Das zerlegt mir jetzt gerade meine ganze Strategie, die ich hatte. Aber andererseits kann ich ja hier jetzt einfach aufwärts bauen. So, und das sollte jetzt theoretisch reichen, um uns mit Beton zu versorgen. Game saved. Und sobald wir 750 Angestellte haben, werden wir diesen Beton nutzen, um Leon zufriedenzustellen.
indem wir unsere Ökobilanz verbessern. Noch macht er uns ja nicht allzu viel Stress. Ach, die ganze Sache wird so viel einfacher werden, sobald wir Stahl produzieren. Ah, gut. So, Betonproduktion hat angefangen. Sehr schön. New buildings available for construction. Und? Ach, sieh mal einer an. Ich habe mich geirrt. Das ist ja wunderbar. Ja, beziehungsweise hier war es ja so, ich habe es ja direkt an das Stadtzentrum geklemmt. Gut, wir können hier 4 Presswerke ranklemmen. Oh, haben wir echt so eine Unterversorgung mit Sand? Ich meine nämlich nicht. Gut, wie lange läuft der Frieden noch mit Hector? 35 Minuten. Ist das ein Wert, mit dem ich arbeiten kann? So, eine verbesserte Ökobilanz von 50. Das wird sich bemerkbar machen. Ah, bloß 30. Warum stand da 50? Vermutlich, weil 50 das Maximum ist und er nicht den aktuellen Wert ausgibt. Das wäre eine logische Erklärung. Gut, dann bauen wir jetzt hier den nächsten. Damit drücken wir die Ökobilanz jetzt weiter runter. Wir müssen dennoch wieder aufpassen, dass wir keine Stromprobleme kriegen. Hier wird nämlich jetzt langsam das nächste Stromlayout fällig. So, gut. Hier haben wir jetzt das. Sieht zwar nicht hübsch aus, vor allem weil hier offenbar eine Lücke im Bauradius ist. Aber es wird schon irgendwie seinen Sinn tun. Wir haben gerade die Ökobilanz wieder um 40 runtergedrückt. Und unser Geld will nicht steigen. Aber hier können wir auch noch nicht expandieren, weil wir brauchen Bürger. Wenn wir zu viele Angestellte haben, wird das ganz schnell kritisch. Ja, erstmal Massenupgrade. Schauen wir mal, wie das gut geht. Offenbar noch ganz gut. So, da richten wir hier jetzt endlich mal die Schiffswerft. Ja, die Stadt hat tatsächlich sehr guten Progress gemacht. Hier, mit denen habe ich mich komplett in die Nesseln gesetzt. Na gut, vielleicht finden wir da eines Tages noch einen Weg. So, und hier könnte ich jetzt auch noch 2 bauen. Um die Ökobilanz weiter runter zu drücken. Oder hier in den Außenbezirken ein bisschen. Ah ne, wir kümmern uns jetzt erstmal um Beton. Und darum, dass Hector weiterhin Respekt vor uns hat. Gut, wir brauchen 15.000 für normalen Frieden. Das ist halt die Frage, wie lange der gelten wird. Wir haben jetzt fast die Hälfte der Zeit aufgebraucht, bis Quito kommt. Na okay, die Hälfte sind noch 25 Minuten bis dahin. Aber dennoch läuft mir etwa langsam der Arsch auf Grundeis. Wir werden es nie erfahren. Registering land acquisition by another individual.
Oh, und ich hätte jetzt gedacht, dass Tilda irgendwo noch Land akquirieren möchte. Sie hatte schließlich um Erlaubnis gefragt. Aber offenbar nicht. Und was sagen wir hier? Nichts Bestimmtes. War diese Insel hier besonders wertvoll? Trüffel. Hätten wir später hier noch Zucker parken können, wäre das die perfekte Champagnerinsel. Nee, da hätten wir Wein gebraucht. Stimmt, Trüffel ist für Gourmetgerichte notwendig. Das hier ist die perfekte Champagnerinsel. Und Leon wird kein Problem damit haben, wenn wir auf seiner Insel siedeln. Das ist schön, ist tatsächlich eine kooperative KI, die kein Problem mit sowas hat. So, Sani sagt, okay, du willst uns unterstützen, du willst hier mit uns leben, dann miete doch ab und an unsere Services und dann werden wir die besten Freunde. Und das ist doch eine geile Einstellung, finde ich persönlich. Okay, dann werden wir mal das erste Bürgerlayout platzieren. Und hier drüben können wir mal schon langsam weitere Leute aufsteigen lassen. So, hier drehen wir es mal in andere Richtung, aus Gründen der Gleichberechtigung. Kann ja nicht sein, dass wir uns einer Seite zuwenden und der anderen abwenden. Das gehört sich doch nicht. So, wie gesagt, wir haben gut Fortschritt gemacht tatsächlich bis jetzt. Die Plastikproduktion hochzudrehen wird schwierig. Have you got time to help me with this? Ja, natürlich, meine Liebe. Das kann ich gerne tun. Aber erstmal muss ich hier ein paar Ressourcen rüberbringen, ja? Weil die 112 Lizenzen, die nehme ich doch gerne mit. Also das steht außer Frage. So, dann holen wir hier mal den Alkohol ab, den du brauchst. Achso, die ganze Crew ist seekrank. Sie sagen, Alkohol hilft. Ja, den kannst du natürlich vertrauen, Tilda. Ne? Die haben doch keinen Bock, dich zu verarschen. Gut, dann bauen wir jetzt mal hier unsere Layouts. 1, 2, 3... Ich hoffe, ich fabriziere jetzt hier kein Bullshit. Weil ich habe das hier auch schon sehr, sehr, lange nicht mehr gebaut. Aber wir werden sehen. Ich bin, guter Dinge, dass ich es irgendwie hinkriegen werde. So, wie viel effizient haben wir denn? 82. Ey, ist ja nichts. Na gut, wie viel Alkohol brauchen sie? 13 Tonnen. Können sie haben. Hier laden wir mal noch etwas Beton ein. Dann hier noch ein paar Bauzellen. So, was sagt unser Geld in der Zwischenzeit? Ah, die 15.000 kriegen wir schon zusammen. Gut, dann bringen wir jetzt mal die paar Ressourcen hier rüber. Können wir eigentlich bei dir etwas Spannendes kaufen, Tilda? Nur Werkzeug. Und Tee. Viel Tee! Holla, die Waldfee! Und was können wir eigentlich hier holen, Tori? Research and teaching are closely intertwined. The practical aspect. Ja, würde Tori nicht so hart expandieren, wäre sie eigentlich eine ziemlich coole KI. So. Ich habe die Vermutung, dass ich hier zwischendurch ein paar Aussparungen vergessen habe. Aber selbst wenn, das sind dann zumindest Dinge, die tun uns nicht weh.
Und uns geht schon wieder das Beton aus. Oder der Beton. Dann holen wir jetzt eben noch ein bisschen mehr ab. Oh, ein bisschen Werkzeug könnten wir dabei auch einstecken. Wie viel kostet denn eigentlich so eine Schweinefarm? Kaum. Okay, das ist also kein allzu großes Problem. Hier wäre es schön, wenn hier die Ratios drin stehen würden. Also wie viele Farmen brauche ich für was? Wie gesagt, gerade im Bereich Planbarkeit hat 21.05 gut zugelegt. Deswegen bin ich gespannt, wie sie das hier lösen werden. Also bei Anno 1800. Na komm, ich will zumindest ein Burger-Layout fertig haben. Am besten noch, bevor die Leute anfangen, sich zu beschweren. So. So, ich denke, so war es. Genau. So, platzieren wir hier und hier. Ich bin tatsächlich erstaunt, dass ich das aus dem Gedächtnis hinkriege. So, und hier platzieren wir dann die paar. So, 1, 2, 3, 4, sehr schön. Brauchen wir jetzt hier nur noch eine Nahrungsfabrik zu platzieren. Da haben die Leute Burger. Die fangen jetzt nämlich an zu meckern. Wir haben jetzt den kritischen Punkt erreicht, den Meckerpunkt. So, gut. Wir brauchen mehr Beton und wir könnten auch ein paar Werkzeuge gebrauchen. Einfach für den Fall der Fälle, dass in der Zukunft das notwendig wird. Registering Settlement of an Island. Ja, soll er ruhig machen. Wie gesagt, ich dulde ihn. Der Typ ist super, wenn man sich einmal mit ihm versteht. Ja, kann ein echt cooler Typ sein. So. Gut, und hier platzieren wir jetzt die nächste Fleischfabrik. So, jetzt die Frage, will ich es direkt nehmen? Ach, ich will die mit Straßen trennen. Es war jetzt vielleicht nicht unbedingt effizient, so eine Trennung einzubringen, aber hey. So, und hier werden wir jetzt zumindest noch ein paar Gemüseplantagen errichten. 1, 2, 3. Hier holen wir uns nämlich unsere Geschmacksverstärker. So, und hier ziehen wir jetzt um 8 Teils hoch. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, später können wir hier immer noch expandieren, aber so kriegen wir jetzt erstmal das Gemüse zusammen, das wir tatsächlich brauchen, damit dieses Layout vernünftig funktioniert. So, sehr schön. Die restlichen Bauzellen schmeißen wir einfach über Bord und wir legen jetzt hier eine Handelsroute an. Burger! Okay, nee, das sind Menschen. Die wollen wir nicht essen. Wir wollen die hier haben. So, laden wir mal eben ein und liefern es nach Dorado. Game saved. So, und dann dürften jetzt unsere Steuereinnahmen wieder nach oben gehen, weil die Episode ist auch schon wieder vorbei.
So, senken wir mal die Ökobilanz weiter. Beziehungsweise erhöhen wir sie, senken wir den Minuswert dazu. So, und jetzt werden die Leute hier wieder happy. Na ja, das gefällt euch, ihr Wichser. Sehr schön. Gut, das erhöht natürlich auch unser, unsere Steuereinnahmen, so dass wir uns auch den Frieden mit Hector leisten können. Das könnten wir nämlich schon jetzt und das wird in 7 Minuten notwendig werden. Und vielleicht können wir Quito auch oft genug mit Geld bestechen, dass wir zumindest eine Zeit lang Frieden haben werden. So, und damit läuft das hier schon ganz gut. Ja, das ist eine Stadt, die kann sich langsam sehen lassen. Wenn wir hier später noch Außendistrikte bauen, wo wir dann die Billigangestellten haben, die keiner haben will. Da haben wir eine quadratische Hauptstadt. Gut, wir werden dennoch wieder Beton brauchen und hier haben wir tatsächlich Kalksteinprobleme. Für die Betonproduktion, da wir Beton noch sehr, sehr häufig brauchen werden, werden wir jetzt hier mehr Kalkstein abbauen. Und es ist, es ist mal wieder... Es ist Thumbnail-Zeit. So, und was bietet sich mehr an als hier unsere kleine modulare Stadt? Oder wollen wir hier auch noch unseren Hafenbereich mit drin haben? Ja, das schaut doch so ganz brauchbar aus. Damit heißt es dann jetzt Print Screen. Und wie immer hoffe ich natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Däumchen ist ein Träumchen. Und wenn ihr Feedback, Anregungen, Fragen oder sonst sowas habt, bemüht die Kommentarspalte. Und ansonsten, ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und damit verabschiede ich mich für heute und wir hören uns demnächst. Ciao, ciao.